Hallo und herzlich willkommen zu Wundervibe Web TV. Seit gestern läuft ja der Film Rock of Ages in den deutschen Kinos. Und warum man sich den anschauen sollte? Tom Cruise spielt mal keinen Actionhelden. Er ist der gefeierte Rockstar mit Tattoos, Nagellack und gierigen Groupies. Und wer auch noch auf 80er-Jahre-Musik steht, sollte am besten sofort ins Kino gehen. Ladies and Gentlemen, die Ikone des Rock, Daisy Jacks. Dann wollen wir den Laden hier mal schön zum Kochen bringen. Jax gibt alles, bis es weh tut. Kein Star hat ja heutzutage noch hübsche Fotoalben vom Baby. Jedes Bild vom Kind wird einfach getwittert. Das ist nicht immer besonders schön. So zeigt Hilary Duff einen kleinen zerknautschten Luca und Peaches Geldof setzt ihrem Spross virtuell Perücken auf. Der finale Teil von Twilight, also Breaking Dawn 2, kommt ja bekanntlich im November erst in die Kinos. Aber für alle Fans, die nicht warten können, gibt's jetzt die ersten schönen Fotos vom letzten Teil. Und auch die Tochter von Bella und Edward wird gezeigt. Gerade wird ja fleißig an einem Remake von The Munsters gedreht. Aber die Besetzung ist etwas fragwürdig. So spielt Jerry O'Connell den Herman Munster und seine Frau Lily wird gespielt von Portia de Rossi, der Ehefrau von Ellen DeGeneres. Ähnlichkeiten? Fehlanzeige. Mit ihrer aktuellen Tour sorgt Madonna ja für Aufregung. Da ein Nippelblitzer und dort entblößt sie ihren Hintern. Aber hinter den Kulissen ist ganz viel unnötiger Luxus angesagt. So reist Madonna mit 30 Bodyguards, ihren eigenen Sterneköchen, einer Nanny, einem Yogalehrer. Und die ganze Entourage und ihr Gepäck brauchen ganze 3 Flugzeuge, um voranzukommen, inklusive rotem Teppich auf dem Rollfeld. Das war's auch schon für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.